Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute haben wir eine Sendung über drei junge Spieler der Wiener Austria für euch zusammengestellt. Bevor es losgeht, noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Im Ballesterer 185 ist es um Mode und Design gegangen. Und auch die Podcast-Redaktion hat jetzt einen neuen Ausstattungspartner. Wir setzen nicht auf Dressen von Nike, Puma oder Adidas, sondern auf das nachhaltige Modelabel Fresh aus Linz. Das Label wurde gegründet, um die Textilbranche zu verändern. Nachhaltigkeit spielt dabei vor allem auch im Design eine große Rolle. Faire Preise, sowohl für die Konsumentin als auch für die Näherinnen und Näher in Portugal, sind bei Fresh enorm wichtig. Die fairen Preise gelingen, indem man direkt und ohne Zwischenhändler arbeitet. Wenn ihr auch was von Fresh bestellen möchtet, dann empfehle ich euch den Ballesterer Bestellcode, mit dem ihr 10% Rabatt bekommt. Dieser lautet Hashtag FreshXBallesterer10. Alle Infos und den Code findet ihr in unseren Shownotes. Noch ein Satz zum aktuellen Ballesterer. Die Ausgabe beschäftigt sich mit der Fußballstadt Istanbul. Ein spannender Reisebericht mit tollen Einblicken in Stadt, Vereine und Fanszene. Nicolas Lendl hat dazu auch einen Podcast gestaltet. Und jetzt geht es los. Es ist der 6. April 2022. Wir befinden uns in der Generali Arena in Wien Favoriten. Verabredet sind wir hier mit drei aufstrebenden Talenten der Wiener Austria. Wir, das sind meine Kollegen Daniel Haarhofer, Dominik Blöchel und ich. Während wir die Mikrofone aufbauen und den Sound checken, stellen Sie sich selbst kurz vor. Mein Name ist Romeo Vucic, ich bin 19 Jahre alt und bin Mittelstürmer. Ja, ich bin der Matthias Braunöder, ich bin 20 Jahre und ich spiele im zentralen Mittelfeld. Ich bin der Alexander Jukic, ich bin 21 und spiele auch im zentralen Mittelfeld. Es läuft sportlich gut für den Verein aus Wien Favoriten. Man spielt im oberen Playoff der Bundesliga. Die letzte Niederlage datiert vom 12.12.2021 beim LASK. Und ein entscheidender Faktor dabei sind die Spieler aus der eigenen Akademie. Warum klappt das besser als in den Jahren davor? Matthias Braunöder hat eine Antwort darauf. Ich glaube, spürbar ist auf jeden Fall, dass Extremer jetzt auf die Jungen gesetzt wird. Dass wirklich auch nicht nur quasi geredet wird, dass die Jungen eine Chance kriegen, sondern dass auch wirklich eigentlich alle jungen Spieler die Chance gekriegt haben und ja, auch wirklich zu Einsatzzeiten kommen. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Auch unser Ballesterer-Kollege Valentin Casagrande, der die Austria journalistisch begleitet und beobachtet, kann sich noch gut erinnern. Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern eigentlich. Es war diese erste Saison unter Manfred Schmidt. Man hat im Sommer 2021 so einen Neustart bei der Austria angefangen mit einem neuen Finanzvorstand, mit neuem Sportdirektor, mit neuem Cheftrainer und hat damals schon versucht, sich so ein bisschen zu positionieren mit diesem neuen Motto, mit unser Weg und wir wollen auf Talente aus der eigenen Akademie setzen und dadurch einerseits Transfereinnahmen generieren durch Spieler, die durch die Akademie gekommen sind, aber auch gleichzeitig noch ein bisschen mehr Identifikation mit jungen Fans, mit Fans aus dem Bezirk schaffen. Und Manfred Schmidt war da, glaube ich, auch ein guter Trainer, der sich darauf eingelassen hat, der jungen Spielern die Chance gegeben hat. Es gab sehr viele Debütanten noch in der Saison und es hat, glaube ich, auch überraschend gut funktioniert. Also Manfred Schmidt hat in seiner Ausgangspressekonferenz in der ersten PK davon gesprochen, dass das ein, zwei Scheißjahre werden könnten. Quasi staunen jetzt alle, dass es jetzt so schnell bergauf gegangen ist, wenn man es noch mit den letzten Saisonen vergleicht. Ja, dass wir quasi am Anfang von der Saison mit dem Rücken zur Wand geschossen sind und wir jetzt wirklich viele junge Spieler wirklich den Durchbruch geschafft haben. Und ja, ich glaube, das merkt man außerhalb, ja, dass bei der Austria jetzt wirklich was am Entstehen ist. Trainer Manfred Schmidt und Sportdirektor Manuel Ortlechner waren auch für die Spieler die entscheidenden Faktoren. Die zwei sind quasi hauptverantwortlich dafür halt und ja, die schenken halt das Vertrauen und ja, setzen halt auf diesen Weg. Auch Alexander Jukic und Romeo Vucic stimmen dem zu. Ich glaube, wir kriegen das Vertrauen vom Trainer und das ist für jeden jungen Spieler sehr wichtig und desto mehr Spieler man hat, desto mehr hat man Zeit zum Performen und gute Leistungen abzurufen. Ich glaube, dass der Trainer da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich glaube vor allem jetzt in meinem Fall, wenn man beobachtet, dass ich in der Hinrunde quasi noch in der U18 auch noch tätig war, hat er mir immer das Vertrauen gegeben,
dahingehend, dass ich die nächsten Schritte hier auch machen kann. Und dabei ist das sehr, sehr wichtig, weil er gut mit zu uns jungen Spielern einen guten Zugang hat. Ja, ich glaube auch, dass er vor allem sehr gut reden kann mit jungen Spielern, dass er durch sehr ruhige und sehr gelassene Art ja wirklich das Summe bringt, ja, dass er wirklich auch den Druck quasi nehmen kann und wirklich das schafft, dass wir halt befreit wirklich spielen können. Ja. Ja, er fragt auch viel, wie es uns geht, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir kriegen sehr viel Vertrauen von ihm und so kann man einfach leichter performen und seine Leistung abrufen. Das ist das Wichtigste für jeden Spieler, vor allem für die Jungen. Wir haben damals die drei Spieler nach ihren Stärken und Schwächen gefragt und das haben sie uns geantwortet. Ja, ich sehe mich klassischer als Box-to-Box-Spieler, also einfach als zentraler Spieler, ja, der sowohl offensiv als auch defensiv seine Qualitäten hat. Ja, ich sehe mich als sehr vielseitigen Spieler eigentlich, der sowohl über die physischen Sachen kommen kann, als über technische Bereiche wie Passspiel oder so. Und ja, Standards würde ich auch noch zu meinen Stärken zählen und als Schwächen, ja, ich muss auf jeden Fall noch da gefährlicher werden. Ja, ich persönlich sehe mich selber auch sehr, sehr vielseitig, vor allem in der Offensive. Ich glaube, dass da meine Stärken liegen, sowohl zentral als ich kann auch über die Seite kommen. Ich glaube, dass ich einen guten Abschluss habe, technisch auch einige Sachen mitbringe, aber natürlich jetzt mit mehr Spielzeiten und mit mehr Trainingseinheiten weiter körperlich an mir arbeite, um da auch wirklich der Mannschaft mehr zu bringen. Ja, keine Ahnung, ich bin nicht so der Typ, der gerne über meine Schwächen oder Stärken redet. Ich bin so der was spielt und dann sollen das die anderen bewerten, sage ich offen und ehrlich. Aber ja, ich glaube, ja, ich bin ein vielseitiger Spieler. Ich wurde jetzt auch auf der Seite oft eingesetzt, aber ich bin eigentlich ein Zentralmittelfeld. Ich mag den Ball einfach in den eigenen Reihen zu halten. Und zu meinen Schwächen, ja, was ich auf jeden Fall verbessern kann, meine Körperlichkeit und ja, Schnelligkeit und einfach alles kann verbessert werden. Gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns an, wie und wann die drei zur Austria gekommen sind. Das ist kein Geheimnis, ist, dass ich bei den Vorstädtern einmal war. Ja, ich war von meinem 5. Lebensjahr bis meinem 11. Lebensjahr dort und ja, dann wurde ich aussortiert bei Rapid. Bin dann hergekommen und kann mich auch hier damals beim, heute ist er glaube ich, weiß nicht mehr, ob er noch Trainer ist, Herr Helmut Bogdanovic, kann mich bei ihm bedanken, dass er mir hier die Chance gegeben hat, wirklich mich hier zu beweisen, zu etablieren. Und dann ist es mit den Jahren einfach, habe hart an mir gearbeitet von Jahr zu Jahr und dann auch die ganze Akademie durchlebt. Und ja, dass das jetzt so schnell gegangen ist, hätte ich auch nicht gedacht im Sommer, bei den Young Violets in der Vorbereitung, aber so schnell kann es halt gehen im Fußball. Mhm. Also ich bin ja schon quasi seit der U9, U10 bei der Austria, also ich bin schon 11 Jahre jetzt glaube ich bei der Austria. Ja, weil ich und mein Papa waren eigentlich schon immer Austria-Fans und dann haben wir uns halt quasi für dieses Sichtungstraining angemeldet. Tja, da bin ich dann genommen worden und ja, seitdem spiele ich auch bei der Austria. Es gab einen Käfig, dort sind wir immer gegangen und ich wohne eigentlich von dem Käfig 5 Minuten und ich habe es nicht geschafft nach Hause zu gehen. Meine Mutter musste mir das Essen bringen, so schlimm war das. Nein, ich war wirklich sehr, sehr oft dort und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann bin ich zum Simmering gekommen. Das nächste Simmering war wirklich dort sehr, sehr lange. Dann wurde ich gesichtet vom LAZ Wien. Dort habe ich 5 Jahre verbracht und dann war halt die Entscheidung, ich muss schon zugeben, ich war auch beim Rapid, habe dort auch Trainings absolviert, aber die waren mir immer schon unsympathisch, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, ihre Art und Weise, wie sie so mit Spielern umgehen und so. Und dann war schon klar, dass ich mich für die Austria entscheide. Dort hatte ich auch wieder Mods und Sichtungstraining und dann war alles einfach viel leibender, viel sympathischer und dann war auch die Entscheidung einfach. Die drei jungen Fußballprofis mussten sich erstmal in der Kampfmannschaft der Austria etablieren. Und das waren dabei die größten Herausforderungen für sie. In der Bundesliga oder generell in der Kampfmannschaft, auch im Training, wirklich, man merkt diesen Resultatsdruck, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, dass halt wirklich nur um die Resultate geht. Da ist es dann egal, eigentlich ist es da dann egal, wie du selber performst, sondern dass du der Mannschaft dich unterordnest und dass die Mannschaft als Kollektiv erfolgreich ist, was, glaube ich, in der Vergangenheit dann, vor allem in der Akademie, jetzt nicht so zum Vorschein kommt.
Ja, ich glaube auch noch, dass der größte Unterschied ist, dass er einfach in jedem Bereich halt einfach besser und schneller wird. Egal, ob es jetzt im körperlichen Bereich geht oder im taktischen oder im technischen. Es geht halt immer um viel mehr Kleinigkeiten, die dann quasi eine größere Auswirkung haben. Die drei machten auf uns einen sehr professionellen und fokussierten Eindruck. Dass sie als Profis mit Fußball ihr Geld verdienen können, schätzten alle drei sehr. Es gibt, glaube ich, nichts Geileres als seine Leidenschaft, das, was man von klein auf wollte. Wenn man das dann quasi wirklich dann in die Realität umformen kann, dann ist es wunderschön, wirklich. Ja, ich glaube auch, dass es auch ein privilegiertes Leben gerade ist, so wie wir das fühlen, dass wir uns halt einfach, ja, wir würden ja so auch Fußball spielen, auch wenn wir jetzt kein Geld damit verdienen würden. Und ja, so können wir halt das beides feinen und müssen halt zusätzlich arbeiten gehen. Also das ist, glaube ich, schon richtig schön. Es sind eher vielleicht abseits ein paar Dinge, die du halt nicht machen wirst, wenn du jetzt nicht Fußballprofi warst, glaube ich, das sind eher die Sachen. Aber das Training an sich, ich glaube, da geht jeder gern hin und ja, da freut man sich ja drauf. Ja, das ist sicher mal, dass man gerne mal am Abend, weiß ich nicht, länger draußen war oder mal irgendeine Pizza isst. Ja, stimmt, ja, da muss man auf Dinge verzichten als Profifußballer, natürlich. Du kannst nicht um 10 Uhr am Abend Pizza essen oder sowas. Solche Dinge musst du halt verzichten oder rausgehen, fortgehen. Ja, das gehört auch mal dazu, aber alles zu seiner Zeit. Ja, jetzt werde ich da jetzt nicht tiefer reingehen. Aber ja, das gehört auch dazu, wir sind auch Menschen. Und wir müssen auch mal feiern gehen, das gehört dazu. Ja, aber alles zu seiner Zeit. Wir haben die Spieler damals natürlich auch nach ihren Zielen und nächsten Karriereschritten gefragt. Ja, ich glaube, von uns allen ist das Ziel, in die Top 5 Ligen reinzukommen. Und ich glaube, Austria ist ein super Sprungbrett dafür. Wieso nicht? Haben sehr viele Spieler bewiesen, wie der Wimmer als Beispiel. Perfektes Beispiel, wie schnell es eigentlich im Fußball gehen kann. Wie lange hat er da gespielt? Ein Jahr, so richtig, und ist zu Arminia Bielefeld gewechselt und jetzt will in Wolfsburg oder Leverkusen, habe ich gelesen. Wahnsinn, wie schnell es im Fußball gehen kann. Geht das auch manchmal zu schnell? Also für die Fans geht es ja dann auch zu schnell, wenn ein Spieler nur ein Jahr bei einem Verein ist, aber geht das auch als Spieler manchmal zu schnell? Also wie immer hat es jetzt super funktioniert, aber es gibt ja auch Beispiele, wo es dann irgendwie in der zweiten deutschen Liga doch nicht so klappt. Geht das manchmal zu schnell, dass man, wenn es gut läuft, einen österreichischen Verein auch wieder verlässt, oder? Ja, ob es zu schnell geht, weiß ich nicht, aber ja, man weiß halt davon nie, ob es jetzt der richtige Schritt ist oder nicht. Der stellt sich dann erst im Nachhinein heraus, aber ja, ich glaube, für jeden jungen Spieler, vor allem in Österreich, ist halt irgendwann einmal das Ziel, in einer Top-Liga bei irgendeiner guten Mannschaft zu spielen. Und ja, so ist halt auch bei uns. So viel also von unserem Interview mit den drei Spielern im April 2022. Aber wie sind die Laufbahnen der drei dann weitergegangen? Unter Trainer Schmidt läuft es nämlich für Braunöder richtig gut. Ja, das haben junge Talente wie der Matthias Braunöder sich sofort in die Startelf eigentlich gespielt. Es haben auch Spieler wie der Romeo Vucic sehr wichtige Tore erzielt. Also ich kann mich noch erinnern, in der Südstadt gab es das Runde 22 vor der Punkteteilung und die Austria hat einen Sieg gebraucht gegen die Admira. Und der Romeo Vucic hat eben dieses Siegtor, das 2:1 erzielt und hat damit die Austria ins obere Playoff geschossen. Und da hat man es dann auch geschafft, einen sehr überraschenden, aber sehr starken dritten Platz einzufahren, auch weil die Konkurrenz geschwächelt hat. Also der LASK war in der Saison zum Beispiel im unteren Playoff. Aber man hat mit diesen jungen Talenten, mit diesem jungen Weg unter Manfred Schmidt es schon geschafft, gute Leistungen zu zeigen und gleichzeitig attraktiven Fußball zu spielen und auch junge Spieler einzusetzen. Und ich glaube, das war eine Balance, die man Manfred Schmidt schon anrechnen muss. Bleiben wir noch kurz bei den Erfolgen dieser Zeit. Braunöder wird zum Bundesliga-Newcomer der Saison 2021-22 gekürt. Mit der Austria und Trainer Schmidt belegen sie den dritten Tabellenplatz. Gleichbedeutend mit der Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb. Gipfel dieser erfolgreichen Phase ist dann die Vertragsverlängerung Braunöders bis 2025. Die Austria inszeniert das Ganze bei der Pressekonferenz, in die Braunöder als Überraschungsgast hineinplatzt. Braunöder, willkommen in unserer illustren Runde. Wo kommst du gerade her oder was führt dich hier in den Pressekonferenzraum? Ja, ich war gerade drüben bei Martin im Büro und ja, habe meinen Vertrag heute bis 2025 verlängert. Ja, ist natürlich ein super Gefühl. Ja, bei meinem Heimatverein nochmal verlängert zu haben und ja, hoffe, dass ich noch das ein oder andere schöne Jahr da habe. Braunöder verlängert seinen Vertrag um 3 weitere Jahre und hofft auf das eine oder andere schöne Jahr in Favoriten bei der Austria.
Auch Trainer Schmidt ist glücklich zu diesem Zeitpunkt. Ich finde das eine tolle Entscheidung. Vielen Dank, dass du dich dafür entschieden hast. Du wirst es nicht bereuen. Vielen Dank auch an die Verantwortlichen, dass sie das zustande gebracht haben. Wir haben aber viele sehr, sehr schöne Momente miteinander erlebt. Er ist absoluter Vollprofi, bringt Mentalität mit, ist ein Spieler, der mit Herz Fußball spielt, mit Herz für sich selbst, für seinen Verein, für Austria Wien. Das ist eine Eigenschaft, eine Mentalität, die wir alle gemeinsam hier, die Verantwortlichen, in den Verein wieder tragen wollen. Da sind solche Verpflichtungen natürlich sehr, sehr gut, freut mich natürlich sehr. Aber ich kann mich noch ans Saisonfinale erinnern. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, als du mit Tränen in den Augen vor mir gestanden bist und ich gesagt habe, du sagst jetzt nicht, dass du uns verlässt und auch noch weggehst. Er hat gesagt, na Trainer, ich fühle mich da richtig wohl. Und er ist Austrianer, er ist ein richtiges Vorbild für alle und er kann eine riesen Identifikationsfigur sein. Ja, Matthias Braunöder hat seinen Vertrag verlängert im Sommer 2022 und ich glaube, das war für den gesamten Verein schon ein wichtiges Zeichen. Also ich glaube, viele Fans waren schon gebrandmarkt von ablösefreien Abgängen aus der Akademie. Also wenn ich mich an Patrick Penz erinnere, wenn ich mich an Manfred Zakaria erinnere, das waren alle Spieler, die wo dieser Weg funktioniert hat, von der Akademie in die Kampfmannschaft zu einem besseren Verein oder in eine bessere Liga. Und die sind aber alle ablösefrei gegangen. Patrick Penz ist nach Frankreich gewechselt, Manfred Zakaria zu Sturm Graz und die Austria hat keinen Cent Ablöse bekommen. Und was man den Verantwortlichen bei der Austria schon zugutehalten muss, ist, dass sie solchen Entwicklungen irgendwie vorgebeugt haben. Also es gab frühzeitige Verlängerungen mit Matthias Braunöder, man hat mit Ziad El-Shaibi verlängert, man hat mit Muki Huskovic verlängert. Man hat wirklich versucht, ablösefreie Abgänge von wichtigen Talenten zu verhindern und sie langfristig an den Verein zu binden. Gleichzeitig aber auch mit der Perspektive, dass wenn die Leistungen und die Angebote stimmen, dass auch ein Wechsel in eine größere Liga natürlich eine Option ist. Und es gab auch im Sommer 2022 schon Interesse aus Deutschland, es gab Interesse aus Italien an Matthias Braunöder. Es hat in dem Sommer noch nicht so funktioniert mit dem Transfer, aber es war auf jeden Fall ein Zeichen, wir setzen auf junge Spieler, wir schaffen es, die an den Verein zu binden. Und wir geben ihnen aber auch die Option, dass ein Transfer möglich ist. Der Herbst bringt dann für die Austria eine durchwachsene Phase. Im Europacup werden den Veilchen deutlich die Grenzen aufgezeigt. Und als im Cup der Wiener Sportclub zum Stolperstein wird, neigt sich die Zeit für Trainer Manfred Schmidt dem Ende zu. Für Braunöder eine große Umstellung. Matthias Braunöder hat im System von Manfred Schmidt sehr gut funktioniert. Es hat vor allem in der ersten Saison super gepasst, dass neben ihm mit Erik Martel so ein klassischer Sechser war, das war Leihgabe aus Deutschland, der wirklich neben ihm abgeräumt hat, der die defensiven Löcher gestopft hat, der die wichtigen Laufwege auch hinten nach hinten gemacht hat und Matthias Braunöder dadurch ermöglicht hat, seine Stärken komplett auszuspielen. Er ist ein sehr ballsicherer Spieler, er ist ein sehr kreativer Spieler, er bringt Ruhe und Kontrolle ins Spiel und hat gerade in dieser ersten Saison unter Manfred Schmidt wirklich gut funktioniert, indem er die Verbindung zwischen Defensive und Offensive war. Er war eigentlich immer anspielbar, er hat vor allem auf der rechten Seite, ist eher nach rechts abgedriftet, hat da auch auf dem engen Raum gut kombiniert und hat so Kontrolle, Assists, aber auch Torgefahr ausgestrahlt. Es gab auch ein sehr schönes Tor von ihm damals, ich glaube es war gegen Salzburg, ein Volley-Tor. Und ich glaube, dass eben in dieser ersten Saison unter Manfred Schmidt er sehr stark von der Mannschaft, von seinen Mitspielern, aber auch von seinen Stärken einfach profitiert hat und die sehr gut zeigen konnte. Er war auch in der Saison dann Shootingstar, junger Spieler der Saison von der Bundesliga, auch von der Krone, glaube ich, ausgezeichnet worden. Und in dem Sommer haben sich wirklich viele Austria-Fans gedacht, das könnte der nächste große Transfer werden. Das könnte auch mal sein, dass die Austria es schafft, irgendwie 5 Millionen aufzustellen, Spieler in eine große Liga zu verkaufen. Der neue Trainer bringt dann neue Ideen und ein anderes Spielkonzept mit nach Wien Favoriten. Nach dem Trainerwechsel und Michael Wimmer, es gab eine Systemumstellung, es ging viel mehr um Pressing, es ging viel mehr um Dynamik im Spiel. Und das hat Matthias Braune dann nicht so gelegen wie noch der Spielstil unter Manfred Schmidt. Das hat er auch offen zugegeben. Ich kann mich an ein Interview damals beim ORF Burgenland erinnern, wo Braune das selber gesagt hat, dass er mit Trainer Michael Wimmer nicht ganz einig ist, was zum Beispiel das Thema zweite Bälle angeht und Pressing im Mittelfeld. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn man mit dem Trainer auf einer so wichtigen Ebene nicht so ganz übereinstimmt. Aber er hat doch damals schon gesagt, er nimmt diese Herausforderung an, er will sich wieder in die Kampfmannschaft spielen, er will hart trainieren und er will seine Chance nutzen. Und ich glaube, das hat auch funktioniert. Es gibt oft unter Austria-Fans, glaube ich, die Kritik, dass Braunöder unter Wimmer nicht mehr so ganz viel Spielzeit bekommen hat. Und wenn man sich die Statistik anschaut,
dann stimmt das natürlich, weil er nicht mehr so gesetzt war wie unter Manfred Schmidt, aber er hat auch Minuten bekommen. Er hat gleich viele Minuten bekommen wie Arthur Jukic eigentlich. Brauneder hat sich in seiner ersten Saison eine so hohe Messlatte gesteckt, weil er so gute Leistungen gebracht hat, aber die er nicht mehr wirklich anknüpfen konnte. Und das liegt nicht nur am neuen Trainer und am neuen System, sondern man hat auch schon im Herbst in der zweiten Saison unter Manfred Schmidt gesehen, dass die Leistungen nicht mehr auf diesem Niveau waren. Viele haben damals gesagt, dass er vielleicht ein bisschen überspielt ist, dass er vielleicht einfach ein bisschen Pausen braucht. Auch er hat eigentlich fast immer durchgespielt, wenn es möglich war. Und es haben die Leistungen schon ein bisschen stagniert und dann Michael Wimmer ist es dann auch weitergegangen. Ich würde insgesamt sagen, die letzten 18 Monate haben für Matthias Brauneder nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, wie sich das die Verantwortlichen vorgestellt haben, wie sich das die Fans vorgestellt haben. Wir haben mit Braunöder in Italien Kontakt aufgenommen und mit ihm gesprochen. Über seine letzten Monate bei der Austria sagt er Folgendes. Ja, das ist schwierig zum sagen. Ich habe dann einfach unter dem jetzigen Trainer immer so das Vertrauen bekommen, dass ich wirklich jede Woche von Beginn an spielen darf. Und vor allem dann nach meiner roten Karten gegen Rapid hat sich der Trainer, sage ich mal, für andere Spieler auf meiner Position entschieden und oder beziehungsweise die halt dann bevorzugt. Und dann habe ich nicht mehr wirklich die Chance bekommen. Und ja, dann war für mich klar, dass ich mich auf jeden Fall verändern möchte. Was folgt, ist ein Vereinswechsel in der Wintertransferzeit 2023-24. Mittels Videobotschaft, einer lauten Straße und dem Blick aufs Meer im Hintergrund verabschiedet sich Braunöder. Liebe Austria-Familie, hier ist der Matthias. Ja, ich habe mich dazu entschieden, ein neues Abenteuer anzunehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die letzten 12,5 Jahre in Violett. Es war wirklich ja, eine sehr, sehr schöne Zeit in meinem Leben. Das werde ich nie vergessen. Und ja, vor allem die Spiele in der Generali Arena waren immer was Besonderes für mich. Ich hoffe, ja, es geht erfolgreich weiter mit der Austria. Ich bedanke mich natürlich beim Verein dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Und ja, ich wünsche euch nur das Beste und werde für immer Violetta bleiben. Diese Lösung, die man jetzt gefunden hat, ist, glaube ich, aus der Perspektive von der Saison 2022 noch, wo Matthias Brauneder der Shootingstar und das Talent war, dass der Austria irgendwie aus der finanziellen Misere helfen soll, indem er hohe Transfereinnahmen bringt, natürlich enttäuschend. Es ist eine Leihe mit Kaufoptionen, wo nicht sicher ist, ob man überhaupt zu Geld kommt, ob Como diese Kaufoption überhaupt zieht. Wenn sie das ziehen, soll die Medienberichten zufolge irgendwo um die 1,5 Millionen liegen. Das ist eine Summe, da haben sich viele Fans mehr versprochen. Aber wenn man die letzten 18 Monate anschaut, die Leistungen noch unter Manfred Schmidt, die Leistungen unter Michael Wimmer, auch die physischen Voraussetzungen, die Matthias Braune da hat, also er ist ja nicht der Allerschnellste, das ist ein Spielstil, glaube ich, der nicht in jeder Liga perfekt funktioniert, dann ist, glaube ich, diese Lösung mit einer Leihe nach Italien, wenn Como den Aufstieg schafft, wenn sie diese Kaufoption ziehen und man 1,5 oder 2 Millionen, was auch immer sein sollen, zieht, schon eine Lösung, mit der man zufrieden sein kann. Glaube ich, sowohl die Austria als auch Matthias Braunöder. Braunöder hätte den Schritt nach Italien geschafft. Die Austria hätte zumindest ein paar Einnahmen. In Italien muss sich Braunöder erstmal etablieren. Er bekommt anfangs nur wenig Spielzeit, kämpft sich aber mehr und mehr in die Mannschaft des Zweitligisten hinein. Ja, ich finde, das eigentlich ja, wirklich gut läuft. Vor allem ja, jetzt in den letzten Wochen ist eigentlich auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Ich bin jetzt ja immer mehr reingekommen. Habe letzte Woche ja, das erste Mal ein bisschen länger gespielt, jetzt 45 Minuten. Jetzt dieses Wochenende habe ich ja, das erste Mal über 90 Minuten gespielt. Und ja, für mich war auf jeden Fall klar, dass ich da nicht hinkomme und ja, ohne Vorbereitung und bei einer funktionierenden Mannschaft nicht gleich Stamm spielen werde und ja, auf jeden Fall auf meine Chance hinarbeiten muss. Aber ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Aber ja, auf jeden Fall einen guten Austausch mit dem Trainer. Und ja, ich glaube, es läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung und ich hoffe, dass jetzt die nächsten Wochen dann nach Nationalteam auf jeden Fall so positiv weitergehen. Como Calcio ist in das Aufstiegsrennen in die Serie A, Italiens höchste Spielklasse, involviert. Für Braunöder ein entscheidender Faktor für seinen Wintertransfer. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt und deswegen wird er es ja im Winter auf jeden Fall machen. Und ja, vor allem, weil wir mitten im Aufstiegsrennen sind und auf jeden Fall, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall da ist, dass wir den Aufstieg schaffen und somit in der Top-5-Liga aufsteigen würden. Aber ja, das werden dann die nächsten Wochen zeigen. Aber es ist auf jeden Fall alles drinnen und wenn wir performen, glaube ich, dann werden wir das auch gemeinsam schaffen.
Wie Braun Oeder bereits im April 2022 zu uns gesagt hat, ist sein großes Ziel eine der Top 5 Ligen Europas. Mit Como spielt er im Frühjahr darum. Grundsätzlich sind meine Ziele auf jeden Fall, dass ich mal in einer Top 5 Liga spiele und auf jeden Fall auch mal im A-Nationalteam spiele. Also ja, das sind meine großen Ziele, sage ich mal. Aber ich glaube, vor allem im Fußball muss man wirklich Step by Step gehen. Und ja, jetzt ist auf jeden Fall mal das Ziel, dass ich mir ja bis zum Sommer hin so viel Como empfehle, ja, dass sie dann auch die Kaufoption ziehen und wir im besten Fall noch gleichzeitig quasi aufsteigen. Und ja, ich dann nächstes Jahr die Möglichkeit bekommen, in der Serie A zu spielen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, zu weit in die Zukunft blicken bzw. planen braucht man Fußball nicht, weil es ja sehr, sehr schnell in beide Richtungen gehen kann. Aber natürlich darf man groß träumen und so habe ich, sage ich mal, meine Träume, eben wie wir am Anfang schon gesagt haben, mit dem A-Nationalteam und auf jeden Fall mit einer Top-5-Liga. Also das wären auf jeden Fall meine Träume, die man auf jeden Fall erfüllen möchte. Ob es sich für Braun Oeder in dieser Saison mit dem Serie A-Aufstieg ausgeht, werden wir bestimmt mitverfolgen. Für einen weiteren Ex-Austrianer scheint der Sprung in eine europäische Top-Liga nicht unbedingt näher gerückt zu sein. Alexander Jukic ist ein Spieler, bei dem man einerseits auf Sportliche schauen muss, andererseits aber auch immer abseits des Platzes Dinge passiert sind, die man mit einbeziehen muss und die auch dazu geführt haben, dass es dann so geendet ist, wie es geendet ist. Auf einer sportlichen Ebene war es, glaube ich, so, dass lange Zeit die Trainer, also vor allem Peter Stöger und Manfred Schmidt, nicht so ganz wussten, wie sie ihn am besten einsetzen können. Also Jukic hat in der Akademie vor allem im Zentrum gespielt, hat sich da auch sehr wohl gefühlt. Ist ein sehr dynamischer Spieler mit Zug zum Tor, der aber auch ballsicher ist, der physisch genug ist, um sich auch den Ball zu behaupten. Und eigentlich sich im Zentrum am wohlsten fühlt. Das war aber das Problem, dass in dieser Zeit vor allem mit Alexander Grünwald und mit Dominik Fitz im Zentrum eigentlich der Platz schon besetzt war und dass auch Manpreet Zakaria noch unter Peter Stöger auch noch im Zentrum gespielt hat. Und deshalb musste Arzu Jukic vor allem unter Stöger und unter Schmidt oft am Flügel spielen und hat da solide Leistungen gebracht, war ein wichtiger Kaderspieler, hat auch viele Minuten gesammelt, aber er war nie so dieser Shootingstar, wie es ein Matthias Braun oder war, wie es sonst auch ein Muki Huskovic, ein Sirdal Scheibi war. Wirklich stark geworden und wirklich seine Stärken zeigen konnte er dann unter Michael Wimmer. Der deutsche Trainer der Austria schätzt Jukics kreatives Potenzial und er weiß, wie er den Spieler richtig einsetzen muss. Für Alexander Jukic war dieser Trainerwechsel wahrscheinlich das Beste, was ihm passieren hätte können. Michael Wimmer hat ein neues System eingebaut, es gab die Dreierkette, davor zwei zentrale Mittelfeldspieler, einer ein bisschen defensiver, einer ein bisschen offensiver. Und in dieser offensiveren Rolle hat er sich sehr, sehr wohl gefühlt. Michael Wimmer hat von Anfang an auf ihn gesetzt, vom ersten Pflichtspiel an war Arzu Jukic in diesem zentralen Mittelfeld Fixpunkt, weil er diese Dynamik mitbringt, weil er diese Ballsicherheit mitbringt, weil er auch diesen Zug zum Tor mitbringt und damit quasi Dynamik ins Spiel bringt, die für Michael Wimmer sehr wichtig ist. Und diese zentrale Rolle hatte Arzu Jukic bisher in seiner Karriere noch nicht. Und damit Manfred Schmidt hatte, wie vorhin schon gesagt, schon Einsatzminuten und er hatte auch Spielzeit und er war auch fixer Bestandteil der Kampfmannschaft, aber er war nie so ein gefragter Spieler, er war nie zentraler Punkt im System. Jukic sorgt aber auch immer wieder für negative Schlagzeilen, die ihn sportlich einbremsen und zurückwerfen. Genau, neben diesem Sportlichen gab es aber auch immer noch Dinge abseits des Platzes, wo sich Arzu Jukic ein bisschen selber im Weg gestanden ist. Das hat schon unter Manfred Schmidt angefangen, wo es eine kleine Auseinandersetzung bezüglich Spielzeit damals gab beim Europa Conference League Spiel oder Europa League Spiel in Istanbul. Das hat aber auch unter Michael Wimmer weitergegangen. Es gab einen Vorfall bezüglich eines Elfmeters beim Auswärtsspiel in Lustenau. Es gab ein paar Wochen später dann eine rote Karte gegen Legia Warschau, wo er der Mannschaft geschadet hat und damit auch sich selbst. Und es gab im Dezember anschließend eben noch einen Vorfall innerhalb der Mannschaft, der dann dazu geführt hat, dass das Fass irgendwann voll war und dass Michael Wimmer und Manuel Ortlechner und Jürgen Werner, also die Verantwortlichen, entschieden haben, dass man eine Lösung finden muss ohne Arzu Jukic. Und es ist aber auch sehr interessant, weil Michael Wimmer trotzdem immer auf Arzu Jukic gesetzt hat, obwohl es diese Vorfälle in der Mannschaft gab, obwohl auch sein Vertrag zum Ende der Saison ausgelaufen wäre, hat er ihn immer wieder in die Mannschaft integriert, ist immer intern geregelt, eine Lösung gefunden, mit der alle zufrieden waren und wieder auf ihn gesetzt. Aber, und das war eben auch der Punkt, Ende Dezember dürfte es soweit gewesen sein, dass man intern eine Regelung gefunden hat oder der Meinung war, es waren zu viele Vorfälle und man muss jetzt leider
eine Lösung finden. Es wurde dann, glaube ich, kommuniziert, dass es quasi so wie in der Meisterschaft auch 5 gelbe Karten, irgendwann ist eben die Sperre da. Und dass das eben so eine Situation war, mit der auch niemand zufrieden war, aber mit der man dann so umgehen musste. Der Vertrag mit Aca Jukic wurde aufgelöst. Er hat dann einen neuen Arbeitgeber in Russland gefunden, ist nach Sotschi gewechselt. Sein Wechsel nach Russland in Zeiten des Ukraine-Krieges sorgt für Aufsehen. Und als der Verein Jukic dann auch noch mit einem zweifelhaften Video vorstellt, schütteln viele nur noch den Kopf. Im Video ist ein Mann mit einem Gewehr zu sehen. Er schießt auf gelbe Dosen und trifft. Dann wechselt die Hintergrundmusik. Jukic legt das Gewehr weg. Er steht vor einer Schießbude, wie es sie im Prater gibt, und grüßt auf Russisch. Ein Wechsel, der für viele um den Verein eine Enttäuschung war, gerade in dieser Zeit dorthin zu wechseln. Es gab ein skurriles Vorstellungsvideo, wo er mit einem Maschinengewehr auf gelbe Dosen geschossen hat. Und das hat, glaube ich, schon viele um den Verein etwas abgeschreckt. Die Fanszene steht trotzdem hinter ihm. Es gab beim Auswärtsspiel in Graz im ÖFB Cup ein Transparent für ihn. Er war gegen Hartberg oder gegen Altach, glaube ich, auch im Stadion auf der Osttribüne. Also die Fanszene steht noch immer hinter ihm. Viele andere Fans hat er aber schon durch diesen Wechsel, glaube ich, ein bisschen verschreckt und sich dadurch auch die Reputation als Vollblut-Austrianer, als Akademietalent, als Spieler, der beispielsweise freiwillig sich dazu entschieden hat, bei den Young Violets auszuhelfen, um Spielzeit zu sammeln, um in einem wichtigen Spiel zu helfen, sich diesen Ruf ein bisschen kaputt gemacht hat. Kommen wir zum letzten und jüngsten der drei Spieler, Romeo Vucic. Romeo Vucic hat, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass er auf einer Zwischenposition sich am wohlsten fühlt. Er war nie der klassische Mittelstürmer, das war er weder bei den Young Violets noch in der Kampfmannschaft. Er war nie der klassische Goalgetter. Er hat doch bei den Young Violets in der zweiten Liga eigentlich nicht so viele Tore erzielt. Er war immer ein Spieler, der sehr viel fürs Spiel gemacht hat, der sehr viel gearbeitet hat, der sich angeboten hat, der viel ins Spiel involviert war, aber eben nicht so als klassischer Mittelstürmer. Und das Problem war, dass unter Manfred Schmidt und auch unter Michael Wim am Anfang im Sturmzentrum einfach so viel Konkurrenz war, an der er nicht vorbeigekommen ist. Da war ein Marko Djuricin, da war ein Noah Ohio, da war ein Muki Huskovic, da war auch später ein Haris Tabakovic. Und das waren alle Spieler, die von den Trainern mehr geschätzt wurden als er. Und das war der Grund, dass er lange Zeit so zwischen Young Violets, zwischen zweiter Mannschaft und Kampfmannschaft gependelt hat. Und das haben aber, glaube ich, auch Trainer dann selbstkritisch auch eingestanden. Vor allem Michael Wimmer hat im Ende des Jahres ein Interview geführt, wo er selbst zugegeben hat, dass er Romeo Vucic nicht die Chance gegeben hat, die er sich verdient hat. Dass Vucic seit dem ersten Training trainiert hat wie ein Wahnsinniger, dass der Einsatz gezeigt hat, dass er immer auf seine Chance gewartet hat, aber dass er diese Chance eigentlich nie so ganz bekommen hat, wie er sich das verdient hat. Aber dann im Frühjahr 2024 ist es soweit. Vucic bekommt seine Chance. Und er nutzt sie. Mit einem Tor und 2 Assists aus den letzten 5 Spielen überzeugt der Trainer Wimmer und die Austria-Verantwortlichen. Quasi als Belohnung gibt es eine Vertragsverlängerung bis 2027, samt Videobotschaft von Romeo Vucic im eigenen YouTube-Kanal Viola TV. Einen Vertrag hier verlängern zu dürfen, das ist was ganz Spezielles für mich natürlich. Für mich, der seit 11 Jahren jetzt hier spielt und Balljunge hier war, durch die Akademie gegangen ist und noch die nächsten Jahre das Trikot tragen zu dürfen, bedeutet mir extrem viel und ist aber natürlich auch Motivation, noch mehr zu machen, noch mehr Gas zu geben, mich noch mehr aufzuopfern für diesen Verein und für diese Farben, und das macht mich sehr, sehr glücklich. Was ist aber nun geblieben vom Weg der Austria mit den jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs? Valentin Casagrande noch einmal zu dem Thema. Auf den ersten Blick setzt Michael Wimmer schon sehr viel weniger junge Spieler ein, als es Manfred Schmidt gemacht hat. Das ist sowohl der Altersschnitt der Kampfmannschaft ist aktuell viel höher als noch unter Schmidt. Es gibt auch sehr wenige Debütanten aus der Akademie und Debütanten generell. Auf den ersten Blick stimmt es also schon, wenn Fans oder Leute um den Verein kritisieren, dass man von diesem jungen Weg abgekommen ist. Ich glaube, wenn man sich das im Detail anschaut, ist das schon ein bisschen differenzierter. Es haben unter Manfred Schmidt schon sehr junge Spieler debütiert, also Muki Huskovic zum Beispiel war 17, glaube ich, Matthias Braunöder war 18, Wustinger, Siad El-Shaibi haben alle mit 17, 18 debütiert. Und da ist natürlich dann ein bisschen das Problem, dass man für die Jahre danach den Pool ein bisschen leer fischt. Und die Frage ist immer, was rückt nach, wie früh kann man Spieler auch hochziehen? Wie früh sind sie bereit für die Kampfmannschaft?
Manfred Schmidt hat gezeigt, dass er sich auf junge Spieler verlässt, dass er jungen Spielern die Chance gibt, dass er sie auch ins kalte Wasser wirft. Und das hat teilweise funktioniert. Es hat mit Muki Huskovic super funktioniert. Es hat unter mit Braunhilde natürlich sehr gut funktioniert. Es gab auch Spieler, die haben nicht so gut funktioniert. Es gab Dario Krajka, es gab Leonardo Ivkic, die haben unter Schmidt ein paar Minuten bekommen, die haben ein paar Spiele gespielt, sind aber dann auch wieder zu den Young Violets oder jetzt nach Stripfing runtergezogen worden. Michael Wimmer setzt weiterhin auf junge Spieler. Also Manuel Polster war im Herbst Stammspieler, Dominik Fitz spielt immer noch, Atsu Jukic und Braune, da waren im Herbst noch wichtige Bestandteile. Er zeigt aber auch, bisher zumindest, dass er sich lieber auf erfahrene Spieler verlässt, als jungen Spielern eine Chance zu geben, die sich noch nicht so bewiesen haben. Moritz Wels ist im Sommer zur Austria gekommen, weil er sich Spielzeit und eine Entwicklung versprochen hat, hat bisher auch noch nicht für die Kampfmannschaft gespielt. Dejan Radonjic wartet auch aktuell noch als Innenverteidiger. Michael Wimmer muss in diesem Frühling schon zeigen, dass er auch bereit ist, diesen Weg zu gehen und dass er bereit ist, diesen Spielern die Chance zu geben. Der Beitrag basiert auf einem Interview aus dem Jahr 2022. Als Interviewpartner zu hören waren Matthias Braunöder, Alexander Jukic und Romeo Vucic. Mitgewirkt an der Sendung haben Valentin Casagrande und ich, Simon Hirt. Alle Quellen zu den Audiozitaten findet ihr in den Shownotes der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ballesterer Podcast. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.